with you. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dream. Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch, wie man einen Kirschlikör herstellt. Dazu benötigt man 1,5 Kilo Sauerkirschen. Die braucht ihr überhaupt nicht entsteinen. Des Weiteren 2 Päckchen Vanillezucker. Eine 1/2 ausgepresste Zitrone. Fünf Tropfen Bittermandelaroma. Drei Chilischoten. Das gibt dem Kirschlikör den besonderen Kick. Da habt ihr hinterher eine ganz leichte Schärfe. Und dann kommen noch 400 Gramm grober Kandis dazu. Das Ganze wird mit 2 Flaschen Wodka aufgefüllt. Jetzt wird das Ganze abgedeckt und kommt ungefähr für einen Monat in den Kühlschrank. Dabei die erste Woche jeden Tag einmal 2 Minuten schön umrühren. Wenn das Ganze fertig ist, dann sehen wir uns wieder. Kurzer Zwischenbericht nach einer Woche im Kühlschrank. Die Farbe von dem Kirschlikör ist schon richtig toll. Wieder einmal schön umrühren und dann muss ich leider noch 3 Wochen warten, bevor ich den Kirschlikör abfüllen kann. Die lange Wartezeit, die hat jetzt nun ein Ende. Die Kirschen waren jetzt 4 Wochen in der Wodka-Masse. Jetzt geht es weiter mit dem Durchsieben. Dafür braucht ihr eigentlich nur eine Schüssel, ein Sieb und ein Baumwolltuch. Jetzt einfach die Kirschen mit dem Saft in das Sieb geben. Und dann alles durch das Baumwolltuch durchlaufen lassen und die Kirschen dabei auspressen. So habt ihr dann am Ende den reinen Saft und keine Rückstände von Kirschen oder sonst dergleichen. Und das macht ihr jetzt mit den ganzen Kirschen. Ich mach mal alleine weiter.
Und jetzt benötigt ihr nur noch steril ausgekochte Flaschen. Das können auch gerne mal so eine Ölflasche sein. Hauptsache, die sind ausgekocht und steril. Dann bleibt nämlich der Kirschlikör mindestens für ein Jahr haltbar. Und jetzt einfach mit einem Trichter die Flaschen abfüllen. Anschließend gut mit einem Korken verschließen, da kann der Likör auch noch hinterher schön atmen. Ich fülle mal weiter ab und dann zeige ich euch hinterher, wie viel Milliliter ich insgesamt von meinem Kirschlikör erhalten habe. Das ist jetzt meine Ausbeute aus 1,5 Kilo Sauerkirschen und 2 Flaschen Wodka. Das sind jetzt etwas über 2 Liter Kirschlikör geworden. Wer Lust hat, der kann auch diese Flaschen, es gibt so Etiketten, die kann man dann beschriften. Das finde ich ganz toll, wenn man das verschenken möchte. Das sieht dann so aus. Oder so. Auf jeden Fall schmeckt dieser Kirschlikör wirklich super lecker und hat einen kleinen Hauch von Schärfe durch die Chili. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder eventuell auch ein Abo sehr freuen. Und natürlich auch, wenn ihr bei meinem nächsten Video wieder mit dabei wärt. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.